Man kann aber wirklich nur langsam gehen, ne? Das ist wirklich unfassbar. So. Wir brauchen. Das ist Stahl, das kriegen wir nicht hin. Da können wir noch so viele Linsen bauen. Hier brauchen wir nur rote Linsen. Erhöht den Schaden der Stachelsäge. Also, ja, Energiekern. Da fehlt es im Energiekern. So, Eisenteile. Wir brauchen 5 Eisenteile. 5 Eisenteile. Das heißt, für die Eisenteile brauchen wir... Ja, aber da sind wir doch wieder bei... Ja, da fehlte das Öl. Was war das mit dem Sauger? Was braucht man? Oh, ich krieg die Krise, ehrlich. Saugkraft, saugen. Elektronik aus Stahl. Blaue Linsen, wenn ich Elektronik aus Stahl... Kann ich denn schon Stahlbarren machen aus Kupfer und Eisen oder sowas? Stahlbarren, was habe ich gesagt? Ach. Ich muss jetzt Eisenbarren machen, um aus Eisenbarren Stahlbarren zu machen. Und dann kann ich Stahl-Elektroteile, Elektro-Stahlteile machen. Und da heul. Und das dauert. Das ist alles Zeug, was man eigentlich verkaufen kann, ne? Wenn mich das jetzt arg doll stört, werde ich das auch verkaufen. So. Jetzt nochmal zu dem guten Herrn hier. Wenn ich die Stahlbarren gemacht habe, dann kriege ich bestimmt auch den Energiekram da freigeschaltet. Energiekern. Rote Linse, eine haben wir. Dann müssen wir noch eine machen und dann die 5 Eisenteile und dann haben wir den Bewässerungsschlauch 2. So, jetzt. Hier haben wir jetzt... Ach, was ist das denn? Ein Grill für den Grillfreund aus Stahl. Seltsame Vase, giftige Spore.
Eine außerirdische Vase. Will ich wissen, was da drinne wächst? Nein, oder? Ich meine, ich frage für einen Freund. Eisenerz. In 20 Sekunden schmeiße ich den nächsten an. Rotes Glas müssen wir auch noch machen, oder? Oder kann ich schon rote? Habe ich genug für rote Linse? Habe ich genug Zeug für rote Linse? Rote Linse. Hohlkopföl. Mach du mal Hohlkopföl. Du mach mal noch mal einen. Noch mal noch Eisenbarren. So. Heute machen wir Haushaltstag. Oha. Bei der Fortbewegung gucke ich gleich. Bei der Fortbewegung. Ach Gott. Kupferdraht und Mürzelöl, das können wir auch machen. 5 Kupferdraht können wir anschmeißen. Kupfer haben wir genug, glaube ich, zu wissen. Kupferdraht. Da unten. 1, 2, 3. Wir brauchen nur 5, ne? 5 Stück. So. Das nehmen wir mal mit zu Mac. Rote Linse reicht wahrscheinlich noch nicht. Warum drücke ich da mal drauf? Doch, jetzt reicht's. So, jetzt haben wir auch eine rote Linse. Was war das noch, was wir brauchten? Irgendwas können wir jetzt fertig machen, oder? Wo die rote Linse war. Da, ach nee, Eisenteile, rote Linse. Entsaugerreichweite. Entsaugerreichweite ist mir eigentlich relativ. Mürzelöl. Brauchen wir noch 3-mal Mürzelöl. Können wir ja mal hier anmachen. Ja. Ich suche mir jetzt die Sachen mal so ein bisschen quer durch den zusammen. 36 Mal? Nein. 36 Mal Mürzelöl? Dein Ernst? Tatsächlich. 2 von 36. Da müssen wir ja noch Mürzel pflanzen, wa? Morgen, wenn der Ansturm vorbei ist, mal ein bisschen Mürzel pflanzen. Aber ich bin ganz ehrlich, diese Dinger hier dauernd hintereinander weg zu dingsen. Ja, wir müssen Mürzel noch pflanzen, da kommen wir nicht drum rum. Ich weiß, dass ich überladen bin. Wir machen jetzt mal hier wieder einen Stahlbarren. Das wäre dann der zweite. Dann können wir doch hier schon mal Eisenteile. Was mache ich? Ja, doch, Elektronik aus Stahl brauchen wir ja, ne? Jetzt geht mein Kupferdraht wieder weg. Ah ja. Komm.
Ich bin ständig überladen, Hilfe! Oh, weia! Stelle den Treppengipfel wieder her. Den Treppengipfel? Ich muss da irgendwas machen bei dem Treppengipfel, ne? Bei dem, wo wir da vorne waren. Da muss irgendwas gemacht werden, aber ich weiß nicht was. Das war jetzt noch Rohkopföl. Ich hab die ganz verschiedenen Öle hier drinnen, ne? Wo waren die? Hier? Ja. Warte mal. Okay. Was wir jetzt mal in der Zwischenzeit machen können, ist hier den, weil es ja so schön regnet. Nur die beste Zeit, um solche Sachen zu machen, weil man dann nicht gießen muss. Ich habe da noch mehr, ne? Achso, das sind Dings. Okay. Und Krautschleim entfernen. Okay, alles klar. Also das, was ich nicht kann. Immer noch nicht kann. Also morgen, nachdem der Unkrautzauber da vorbei ist, müssen wir dann Mörzel noch pflanzen wieder. Wie viel haben wir von den Teilen? Einen, ne? Ein Aluminium und ein Stahl. Also brauchen wir noch 4. 1, 2, 3 haben wir bis jetzt. Okay. Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Das war eine gute Idee. Lieber Guru, wenn du jetzt schreibst, nein, 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 dann lieber im ganzen Satz schreiben, dann kapiere ich das, glaube ich, auch eher. Ja. Geht doch. Alles eine Frage der Erziehung. So. Neuer Tag, neues Glück. Wir werden noch mal gucken, dass wir hier mal noch ein paar Samen fangen können. Nothing like a good night's rest. Don't forget to water your crops today. Otherwise, it'll be a bit tough for them to grow. Ja. I don't like the look of this. Oh, hier ist eine gelandet. Oh.
Also ein paar sind runtergekommen, aber ich glaube, das kann man gar nicht verhindern, oder? Stück. Aber wo mache ich dieses Rezept? Ich habe das ja noch gar nicht gesehen, wo ich das mache, ne? So, jetzt holen wir uns mal ein bisschen Mürzel, damit wir wieder ein bisschen mehr Mürzelöl machen können. Hier drin, ne? Mürzelsamen, 88 Stück. So, 4, ne? Kultivierender Kugelhagel. Fresh soil, neat seed. Not shooting. So, und dann nehmen wir jetzt Mürzel. Fresh soil, neat seed. Dann 3. Drink up, little plant. Ach so. Mein Wasser soll. Ja, ich bin überladen. Ich weiß. Es ist nichts Neues. Es war, glaube ich, an der Mühle zum Herstellen. Okay. Weil irgendwie brauche ich das ja nachher auch noch mal irgendwann, ne? Muss gleich noch mal gucken. Wir haben ja jetzt Dünger, wie wir den da raufkriegen. Nice. This will hold it over until tomorrow. So, die anderen sind alle gegossen. Wie kriege ich jetzt Dünger darauf? Wo ist der Dünger überhaupt? Ich mach doch hier Dünger, oder nicht? In großen Beet. Ah, okay, alles klar. Alles klar. Okay. So, und in der Windmühle kann man giftige Spore machen. Okay. Machen wir das so. Wie sieht's hier aus? Ein Stahlbarren brauchten wir noch, ne? Nee. Warum kann ich jetzt hier nichts machen? Die schon alle eingefangen, ja, kann rein, ne? Hä? Ich habe keine Kohle mehr. Ich dreh Amok. Hallo. Ich weiß, dass ich überladen bin. Ach, Mann. Kohle war für mich total unwichtig. Recken und strecken. Ja! Geht sofort los. Einmal recken und strecken. Oh, es hat geknackt. Oh Gott.
Alu wollte ich jetzt nicht. Alu habe ich genug. Alu mache ich auch momentan. Benutze ich gar nicht. Da vorne ist noch Kohle. Oder ja. Ich wusste hier im Gebiet, aber ich wusste nicht mehr, wie viel und so. Nee, Alu, da, ich bin... Ah, da. So. Gib her. Gib her. Meins. Sollte jetzt aber auch reichen, oder? Kohle, 33 Stück. Ja, reicht. Gott sei Dank war das jetzt nicht so weit von zu Hause entfernt. Die Gummibärchen lassen wir liegen für die Tierchen, ne? Die nehmen wir jetzt nicht weg. Spät haben wir das. Oh Gott. Ja, wir müssen beeilen hier, dass wir hier noch mal ein bisschen, ne? So, jetzt aber. Schmelzofen öffnen, Stahlbarren. 3 Stück. Mölzelöl. Wir brauchen nur noch 899.433. Mölzelöl. So. Wie viel haben wir aus Stahl? Ja, 3 Stück. 2 brauchen wir noch. Wie können wir hier nochmal giftige Sporen anschmeißen? Können wir die hier irgendwo mit reintun? Und die giftigen Sporen machen wir bei Alu mit rein. Haben wir irgendwo noch welche drinne hier, ne? Da. Machen wir hier bei Alu mit rein. So, 2 rote Linsen haben wir, 2 Batterien haben wir. Wir haben auch noch ein bisschen... Können wir hier noch mal ein bisschen blauen Dings machen? Ah, warte, Schlangenfall, okay. So, ich glaube, tatsächlich eine Verbesserung schaffen wir heute. Und wenn ich das richtig sehe, die blaue Linse, die blaue Linse, gib mir die blaue Linse. Blaue Linse, wir müssen Zapperzweigöl machen, geh weg. Zapperzweigöl. Hallo. Oha. Blaue Linse. Auch noch eine. Ja, ja. Von den roten Linsen brauchen wir auch noch eine. Wo mache ich diesen? Wir brauchen Eisenteile. Ich mache jetzt die ganze Zeit Stahlteile. Wir brauchen auch noch Eisenteile. Ich habe jetzt quasi für die Saugkraft gemacht. Kann man das nochmal stoppen hier? Nein, ne? Wahrscheinlich nicht. Doch, kann man.
Ich weiß, ich bin überladen. Ah. Kupfer ist auch bald wieder alle, wollte ich nur gesagt haben. Die Frage ist jetzt, was ist wichtiger, saugen oder spritzen? Ich habe heute noch keinen. Also wirklich Kaffee, ne? Ja.